Letztes Mal haben wir hier aufgehört, als wir unser kleines Kranspiel angefangen haben. Und ja, das wird jetzt ziemlich lustig und wir schalten einfach direkt rein. Woo! Mal gucken. Oh So, je, ich schon wieder muss ein ihn Rätsel. irgendwie da runterbekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach, egal. Das wird schon. Okay. Huch. Okay. Blockiert. Scheiße. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, das geht. Nee. Ja, doch. Nochmal in dieselbe Richtung, hier so. Ja. Autsch. Hauptsache er ist unten. Man hat den Bandwurm richtig gesehen. Du jämmerlicher Depp! Kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert! Also reg dich doch nicht so auf! Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus! Oh je. Tja, Überraschung! Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du, du Dementer! Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ennemi. Boah, was hat der für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich erwischt. Verdammte Scheiße. Geschieht ihm recht. Selber schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Janosch ist schon weg. So, wir tarnen uns lieber. Oh nein. Wie? So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Appenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Oh-oh. Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. Oh, armer Appenbot. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor oh nein, wir ihn bitte dann nicht feierlich vom Turm werfen. Organon! Entschuldigung, Herr Amtmann. Ich dachte, ich hätte einen Rebellen gesehen. Was
Lassen Sie den Unsinn! Wir sind noch nicht fertig! Was nehmen Sie Haltung an, Soldat? Wir sind noch nicht fertig! Oh je. Yeah. Oh, die sind, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen am Singen. Na, wo hat der jetzt bitte hingefeuert? Hier ist nichts verändert, glaube ich. Vielleicht bei Bose auch was explodiert? Nein? Da bräuchten wir die Slotty wahrscheinlich raus. Um den Markt unten zu zerstören. Was sollen wir bitte noch tun? Anderen Weg in Argus Büro finden. Oh Gott. Nehmen Sie Haltung an, Soldat. Wir sind noch nicht. Kiew, Mond, meine Legion. Okay, da gehen wir einfach weg. Und hoffen, dass hier irgendwie mal was passiert. Das ist die obere Aufsch... irgendwo da. Vielleicht hat er ins Rebellenlager gefeuert. Wird uns nicht viel bringen. Bräuchten immer noch eine Sicherung oder so. Außer wir können das Babyfon als Sicherung nehmen. Das wäre aber merkwürdig. Was haben die Pilze nochmal gemacht? Nichts gescheitert auf jeden Fall. Können den Babyfon sagen, die nein? Wir haben noch nicht alles probiert. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und ach nee, ernsthaft. Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier so was habe ich jetzt ewig gesetzt. Da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Oh, das klappt wohl doch nicht. Das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp hopp. Gut festhalten, warten, gleich geht's los. Vor allem, der steht im Wasser. Ah, vielleicht... Oh, sind wir ihn endlich los? Aua. Hm? Sagte dir was? Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Ah, wäre schön gewesen, wenn wir den jetzt los gewesen wären. Aber hey, wir haben die Sicherung. Endlich. Hohoho, Jubel die Jauchz! So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, 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 keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Veto-Joker? Und der letzte. Hey, sehen wir den jetzt zum ersten Mal? Einfach in einem Taucheranzug. Geben wir den noch schon ein paar Decken. Jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Geben wir Goalie auch? Oh, gut. So. Nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Rippchen Angst. Na na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen.
Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Oh je. Wollt ihr noch Muttermilch? Soweit kommt's noch. Geben wir denen noch Soße? So, Rotzis, Essen fassen, das wird euch schön müde machen. Wir sind viel zu aufgeregt. Rippchen, Angst. Die müssen uns erst eine schöne Geschichte erzählen. Au ja, eine Geschichte, eine Geschichte. Alter, was denn noch alles? Hier, da kriegt sie eure Geschichte. Und was? Frag ich sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. So. Da habt ihr eure Geschichte. Jetzt wollt ihr bestimmt was zu essen. Ja, genau so füttert man Kinder. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Hm. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Ah, finally. Jetzt können wir den Pub besuchen. Und dann Gold wieder groß machen. Ah, jetzt dürfen wir doch bestimmt in den Pub. Endlich. Das ist Marino? Sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Klempner, Obsthändler, der ist glaube ich auch aus irgendeinem Game. Das könnte McTree sein. Werbetafel. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Mhm. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken... Warum nicht? Erstens und... Okay, Muttermilch vielleicht? Hey, Finger weg! Da- wir können es ihm geben. Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Ein Tauschgeschäft? Worum geht's denn? Nun, ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Boah, krass. Hier fehlt was. Meine Erlaubnis. Nein. Ein Krug. Nehmen wir uns den. Ah, das ist noch ein Krug. Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle der freundliche Yeti? Na klar. Ich bin ein großer Fan. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch. Ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein. Ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Mama Boso hätte die ruhig mal... Da ist schon genug Alkohol. Opa Boso weiß eben, was gut schmeckt. Alkohol in der Suppe. Ja, warum nicht? Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn
König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay. Nehmen wir noch den Krug. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Ah, egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Hey, mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Hinten einen Krug hier drunter stellen. Hey, was soll denn das? Wonach sieht's denn aus? Ich zapfe. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja. Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Ja. Hey, kann ich dann hier... Hey, Finger weg! Das Zeug schenkt... Okay. Dann nehmen wir normale Plörre und vermischen die? Wahrscheinlich. Und noch einmal Plörre. Schauen. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Okay, wen nehmen wir im Haarmutsmittel? Der könnte eine Halbplatze haben. Nachschub. Na endlich. Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Haarwuchszeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Spediteur, der freut sich. Ah, ich habe auch schon genug mit meinen Nasenhaaren zu kämpfen. Okay. Dann wohl Nasenhaare dahin. Nachschub, na endlich. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Dann brauchen wir den Rufus wieder. Der schickt erstmal das nach unten. Das wird lecker. Ich sag ja immer an mir. Hormonplörre für den Obsthändler. Nachschub. Na endlich. Und warte, Donkey Kong, Princess Peach und Mario. Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Okay. Ja, wir brauchen noch Pilz. Und Pilz kriegen wir hier bestimmt irgendwo. Probieren wir mal den Pilz. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Hehehehe
Aua! Ja, war nicht der richtige Pilz. Na, das... Aua. Da werden wir aber auch niedergeschlagen. Aua. Dann probieren wir halt den noch. Na. Eine deftige Pilzsuppe? Hm, warum nicht? Aua! Haben Sie Hunger? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nachdenken sollen. Die Werbung in die Zwerge? Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Moment, nochmal ganz genau checken. Ja, das hier ist kein Schleimrohrschimmeling. Ha, es lebe das Ausschlussverfahren. Na, das sieht mir doch genau... Na, das sieht mir doch... Na... Na. Laterne ist nichts mehr Pilzmäßiges. Nein, der schwitzt schon richtig. Einmal sehr verlockend. Was, wenn ich dem einfach eine Werbung gebe? Ich bezweifle, dass er das braucht. Er hat bereits genug. Geben wir es den oberen Rufus und schauen mal. Vielleicht hat Opa Bo sowas. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner Geheimen und ich muss mich... Hallo? Noch ein Hallo? Und wie... Nee. Gehen wir die Werbung einfach an den Mooks. Diese Gruft, die ist laut. Ich nee. Hey, Goon. Hey, während es sei... Teig. Genau. Teig. Teig. Können wir vielleicht jetzt auch irgendwie ins Rebellenlager kommen? Lotti hat das Schein, aber vielleicht ist... Möchtest du etwas trinken? Du siehst so nicht, ha? Kann ja nicht hin. Hey, Finger weg! Das Zeug... Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kunst... Wie kommen wir da noch ran? Wir haben noch Suppen. Vielleicht mag hier oben jemand Suppe. Irre ich mich? Ich dachte, hä? Na, stimmt. Und ich... Der Fehler, Mann. Nee. Lotti hat zwei Jahre lass scheinbar, aber vielleicht ist das... Auch nicht. Die sind, glaube ich, auch durch... Keine Ahnung, Suppenreste für die Moves? Diese Gruft, die ist laut genannt. Ich nehme statt. Die Moves sind, glaube ich, komplett abgeschlossen. Suppenrest für Mama Boso. Hallo? Noch ein bitte. Opa Boso? Du, Opa? Einig und ich muss.
Bozo selbst vielleicht? Das ist nicht nötig. Baby Bozo hat sich vorsorglich einen... Wollen wir jedenfalls. Ihm fehlt nichts zu essen. Ihm fehlt in Form von gut... Nachschub! Na endlich! Nehmen wir erstmal normale Plörre. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Nehmen wir noch mal Schild und damit nach unten. Eine Pilzplörre, bitte. Vergiss es. Das Zeug schenken wir hier nicht. Warum nicht? Erst und es ist... Sagst du einen Suppenrest? Ich schlage einen Tausch. Der Preis und damit... Verdammt. Unerreichbar. Aber mir wird schon noch was... Werbung? Unerreichbar. Mir... Komme ich an Pilz. Eine Def. Aua. Erneut? Da ist schon genug Papabos. Eine deftige. Nee. Das ist es auch nicht. Eine deftige. Nein. Aua. Und das war nur eine Rakete. Seid ihr auch? Ja. Nein, die Kinder sollen... Ach, Ruhe. Mann, die haben ja... Und jetzt schlafen. Ja, die sind schon richtig zum... Der Empfang hier unten ist ja wirklich... Ich kann nicht mal... Was? Frag ich Sie! Gibt es leckere... Eine Koch... Genau das... Die schlafen ja schon. Das bringt mir nichts mehr. Und die jetzt mich? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Kekse? Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja, fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Wir haben schon alle ausprobiert. Nimm ihn ruhig. Egal. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. So. Kombinieren wir doch dann mal das wunderschöne Zeug. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen.
Nachschub. Na endlich. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Mit dem Pilzdorf. Level up. Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Oh. Das sieht nicht gut aus. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Der sieht nicht mehr so glücklich aus. Zeit. Aua. Schnell wieder rein. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Ja, und die Nukleinsäure noch. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gern. Ich weiß, in Wirklichkeit? Ich habe... Und ich muss ja auch noch... Das hieß sie keine Sechs. Ich habe doch sechs, Lottie. Ah, was kann... Brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lottie und sie gehört dir. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Such dir einfach einen leeren Krug und bedien dich selbst. Okay. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? So, du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorge das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. Sechs Lottie. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Oh je. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshow... Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich dann... Mann, oh Mann, ist das eine verrückte Kneipe. Und ja, mit dieser verrückten Kneipe enden wir diese Folge Deponia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst es mich gerne über YouTube-Funktion wissen, egal ob Like, Dislike, Kommentar, was auch immer. Lasst es mich einfach gerne wissen, ist gut für den Algorithmus. Und ansonsten, bleibt streifig, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Deponia-Folge. Bye, bye!